Heute lief der erste deutsche Wettbewerbsbeitrag von Thomas Aslan mit Nina Hoss. Große Erwartungen, wurden sie erfüllt? Ich hatte sehr große Erwartungen und sie wurden leider nicht erfüllt. Woran lag es? Erstmal zum Film selbst vielleicht. Das ist ein Western, aber nicht im klassischen Sinne. Es ist eine Auswanderergeschichte von deutschen Auswanderern in Kanada, die dann weiterziehen wollen nach Norden, 7 Leute, um dort nach Gold zu graben. Thomas Aslan hat ja für sich neuerdings den Genrefilm entdeckt. Letztes Jahr im Schatten war das, glaube ich? Im Schatten, richtig. Das war aber, glaube ich, vor 2 Jahren. Okay, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren im Schatten, richtig. Ein sehr schöner, kleiner Film, ein richtiger Kriminalfilm, der nur hier in Berlin spielt. Und jetzt quasi das genaue Gegenteil, raus in die große, weite Welt nach Kanada. Und woran hat es gelegen, dass es nicht so richtig funktioniert hat? Es hat für mich gelegen an der Geschichte selbst. Ich meine, man muss sich vorstellen, da sind 7 Leute, die haben nur ein Ziel, die wollen nach Norden. Und das ist alles sehr beschwerlich. Die sind mit Pferden unterwegs und mit einem Treckwagen. Und natürlich zieht sich das hin und das spiegelt sich auch in der Ästhetik des Films wieder. Ich kann selbst nicht genau sagen, warum das eigentlich für mich so schief gegangen ist. Also es ist wirklich richtig großes Kino mit kanadischer Landschaft und so weiter, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Also die Bildaufnahmen, die Kameraaufnahmen und so, die stimmen. Das stimmt, und was ich sehr interessant fand, sozusagen die Farben waren ganz anders, als man das aus solchen Filmen gewohnt ist. Normalerweise hat das ja dann sehr, sehr starke Rottöne und so einen gewissen Patina-Look, und das war hier ganz anders. Es war ein sehr klarer Look, in dem man alles ganz klar sehen konnte, mit sehr hellen Farben auch. Was ich spannend fand, weil es ganz was anderes war als das, was man sonst vom Western gewohnt war. Also ich glaube, das hast du mir erzählt, nicht alle fanden den so schlecht wie du. Das ist richtig, und wir haben dann eine gewisse Geschlechtertrennung. Ich war noch mit Tiziana im Kino und mit noch einigen anderen Kollegen, und es stellt sich so raus, dass Frauen den Film erheblich besser finden als Männer. Der Film geht ja, ich glaube, fast 2 Stunden, oder? Richtig. Zu lang? Jein. Also er hat einfach Längen, aber natürlich sind diese Längen gewollt und machen im Rahmen der Geschichte auch Sinn. Aber der Film, vielleicht kann man so sagen, der Film hat mich nie einfach wirklich gepackt. Also deiner Meinung nach kein Kandidat für einen goldenen oder silbernen Bären? Das glaube ich nicht. Also wenn ich auch so das Echo in der Pressevorführung so ein bisschen gehört habe, die Diskussionen hinterher, also ich glaube, die Mehrheit der Leute war enttäuscht. Okay, danke, Steffen.